So, habt ihr schon mal einen Pizzaautomat gesehen? Ja, vielleicht sitzt da wirklich jemand drin, ne? Die Hütte ist ja jetzt nicht klein. Tommy, Pizza? Picker, genau. Ja, da sitzt ein Mann drin und der macht Pizza. Manny, Picker, da kommt Pizza. Ich werd nicht mehr. So, Umzugstag. Tommy trinkt noch schnell einen Kaffee, bevor es losgeht. Fünf Stunden, alles ausgeräumt. Hier steht der letzte Rest. Oh. Noch einmal hier durchwatschen. Hier ist jemand fasziniert. Da geht er sogar tagsüber ins Bett. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Liebe Freunde, ich bin etwas leiser, weil Anna und Tommy, die schlafen noch drin. Ja, ihr seht, wir sind umgezogen. Ich sitze jetzt hier auf unserer Terrasse. Es ist noch viel Arbeit, aber der Umzug ist Gott sei Dank vorbei. Ne? Und in diesem Video seht ihr so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, wie der Umzug gelaufen ist, was wir so getrieben haben. Und ja, das war dann auch das letzte von diesen Update-Videos. Und am Montag geht es wieder wie gewohnt weiter. Also Montag ein Video, Freitag ein Video. Und ja, seid gespannt. Wir haben riesen Pläne, aber davon später. Ne? Schaut euch erstmal das Video an und da seht ihr, was wir so getrieben haben. Ne? Guten Morgen erstmal. Ich glaube, wir haben es früh um 7, Freitag, am 3. Mai. Ne? Freunde, so ein Chaos, so ein Umzug. Oh, ich kann euch sagen, wenn das dann alles geschafft ist, dann freuen wir uns riesig. Linke Seite gutes Zeug, rechte Seite fliegt weg. Hier muss noch sortiert werden. Und so zieht sich das durch jeden Raum. Naja, alles wird gut. Naja, im ganzen Umzugsstress hat wenigstens einer richtig Spaß. Uiuiui. Na, hoffen wir mal, er wird jetzt nicht krank. Das wird jetzt überhaupt nicht passen. Ja. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Und der Tommy ist gut drauf. Ne? Klappt schon. Ach, so schön. Der Sperrmüll kommt endlich. Eigentlich wollten sie um 6 da sein, aber ja, besser um 9 als gar nicht. Sehr schön. Ne? Wir hatten nämlich schon Probleme wegen den Gaststätten da unten. Die haben schon geklagt. Aber kommt ja jetzt alles weg. So. Erster Akt. Anhänger abholen. Hier hinten ist das gute Stück. Bin ich ja gespannt. Bin ja noch nie Anhänger gefahren. Aber wird schon nicht so wild werden. Das Wichtigste ist, die ganzen Sachen vom zweiten Stock bis dort runter zu tragen. So, Freunde, Anhänger ist drin. Genug Platz. Kann losgehen. So, Umzugstag. Tommy trinkt noch schnell einen Kaffee, bevor es losgeht. Er hat super geschlafen. Ja, kann man das Sofa ja auch abbauen. Und dann geht der Spaß los. So. Kurz vor 13 Uhr und wir sind abmischbereit. Den ganzen Rest mache ich jetzt am Wochenende hier alleine. Aber jetzt geht's erstmal an die Ostsee. So, Tommy sitzt. Die Anna, die holt noch ein bisschen Wegzehrung. Und noch ein paar Pampers, die so ein bisschen wasserdichter sind. Ja, Anhänger ist bis zum Rand voll. Der Transporter auch.
Wir sind ganz schön geschafft, aber naja, irgendwann heute Abend werden wir ankommen, uns hinhauen und dann ausgeräumt wird morgen erst. Na Tommy? Tommy, du warst auch eine große Hilfe. In Anführungsstrichen. Nee, hat schon gepasst. So, erste Pause, kurz vor Berlin. Ja, der Anhänger, der zieht sich ganz schön. Naja, ich habe mal gemerkt, dass ich sogar einen ersten Gang habe und vielleicht auch brauche. Denkt man gar nicht, ne? Aber der ist halt ordentlich gefüllt, der Anhänger. Aber ist easy zu fahren. Ne? Wunderbar, fährt sich gut. Schönes Gespann. Könnte man auch von Tommy da hinten im Wohnwagen einbauen. Guten Morgen, Freunde. 6 Uhr morgens, Samstag. Ah, der letzte Ritt vom Umzug. Ich alleine. Anna und Tommy, die sind im neuen Zuhause. Ja, wird bestimmt spaßig. Der letzte Ritt. Die letzten Arbeiten. Oh, das halt aber hier. Ne? Mama mia. Und dann geht's zu meiner Frau und zu Tommy. Unsere Freunde, die helfen gerade. Ist hier noch Licht? Ui, 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 ja. Alles, was hier noch rumsteht, das muss ich noch mitnehmen. Ui, 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 ui. Und dann wieder 7 Stunden zurückfahren. Aber hier habe ich auch noch eine Ladung Müll. Die muss ich auch noch wegbringen. Auf geht's. 5 Stunden. Alles ausgeräumt. Hier steht der letzte Rest. Oh. Noch einmal hier durchwatscheln. Müll noch wegbringen. Und dann Übergabe. Wer kommt denn da hinten angelaufen? Früh um 6. Der Kalle und der Ronny. Hier ist jemand fasziniert. Da geht er sogar tagsüber ins Bett. Ну, 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 ну
Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right, you make me feel alive. I know July's gone, you make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Gehen wir doch mal an den Strand, ne? Wir haben es jetzt morgens um 6 und wir haben heute den 1. Mai. Willkommen im Mai. Ja, so, habt ihr schon mal einen Pizzaautomat gesehen? In unserer neuen Heimat gibt es einen Pizzaautomat. Ein Moment, Pizza, Pizza, Salami. Die kommt dann hier raus oder was? Im Karton oder nacksch? Da sitzt ein Mann und kocht Pizza. Ach so, deswegen ist die Hütte so groß. Ja, da sitzt ein Mann drin, kocht Pizza und dann schiebt er das hier raus. Tommy freut sich. Freunde, News vom Pizzaautomat. Wir brauchen noch 2 Minuten 23 Sekunden. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas kennt. Wir zeigen euch dann auf jeden Fall mal, wie das Ding aussieht. Gegebenenfalls, ja, vielleicht sitzt da wirklich jemand drin, ne? Die Hütte ist ja jetzt nicht drehen. Tommy, essen wir jetzt Pizza? Tommy, Pizza? Pika, genau. Das ist ein Pizzaautomat, lieber Tommy. Noch 1 Minute 47 Sekunden. Also nicht schlecht. Ja, da sitzt ein Mann drin und der macht Pizza. Hier, junger Mann da drin, du hast noch 25 Sekunden. Hier, das ist das Karlsruhe. Ja. 15 Sekunden, 14 Sekunden. Freunde, wir müssen erstmal gucken, kommt das Ding jetzt hier oben raus oder kommt das hier unten raus? 6 Sekunden. Manny, Pika, da kommt Pizza. Ah, ah, ich werde nicht mehr. Anna, wir gehen mal an den Tisch und wir gucken mal rein. Hier, ja, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Der dritte. Oh. Ja, wer hätte das gedacht, wa? Na, Tommy, Sweaty, Pizza. Unser Umzugshelfer. Er sitzt in der Nähe der Umzugskartons.